Menschen ohne geregeltes Leben hängen die ganze Zeit am Telefon, oder? Das sind die sexuell Freischaffenden. Ich muss aufpassen, man beobachtet mich. Ich möchte nicht ohne Brille im Film sein. Ich muss aufpassen, wenn ich ohne Brille lese, muss ich mich verstecken. Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Um 7. Wer hat Sie geweckt? Ich brauche keinen Wecker. Ich wache auf, wann ich will. Ich bin um Mitternacht ins Bett gegangen und ich wache nach 7 Stunden wieder auf. Immer. Wenn ich in 2 im Bett gehe, wache ich um 9 auf. Ich bin eine Maschine. Ja, Sie haben keinen Wecker? Wie entsetzlich, nein. Wozu denn? Das wird vorher in meinem Kopf programmiert und dann wache ich auf. Die New York Times hat über Sie mal geschrieben, eine ihrer wichtigsten Qualitäten sei Ihr Deutschsein. Was haben die Kollegen gemeint damit? Ja, dass ich irgendwie, hätte ja meine Staatsangehörige lange aufgeben können. Hä? Ich hätte Staatsangehörige auch in Monaco werden können. Habe ich aber nie getan. Ich bin deutsch geboren und soll deutsch bleiben, auch wenn ich da nicht lebe. Und da gibt's. Eben hatten Sie so eine Ansatzformulierung, dass Sie da auch stolz drauf seien. Das ist einfach ein gutes, macht Ihnen ein gutes Gefühl. Es gibt Dinge, wo man in Deutschland vielleicht nicht stolz drauf sein kann, aber solche Probleme stellen sich die Russen ja auch nicht mit den Gulags und so weiter und so fort. Und das, ich glaube nicht an Erbschuld. Ich meine, so grauenhaft, das war und so unmöglich. Mhm. Aber das annulliert nicht die Tatsache, dass ich immer ein Deutscher bin und damit zufrieden bin, weil meine Mentalität im Grunde stinkdeutsch ist, aber für mich im guten Sinne des Wortes. Stinkdeutsch im guten Sinne des Wortes. Das müssen wir erklären. Was heißt ja, stinkdeutsch im guten Sinne des Wortes? Man kann nicht auch über seinen eigenen Schatten springen. Und das soll man auch nicht. Ich bin Deutscher, wie meine Haare dunkelbraun waren und wie ich so und so groß bin und so weiter und so fort. Das gehört zu mir. Und das soll auch zu mir gehören. Ist Pünktlichkeit typisch deutsch? Nein, Pünktlichkeit, das hat immer Deutsche Unpünktliche auch gegeben. Das sind so Prinzipien, wo die Deutschen sich im Ausland mit lächerlich machen, mit so preußischen Tugenden, oder? Ja, genau. Es gab so eine berühmte Karikatur im 1900, da sagt so eine Note in Frankreich zu einem Mann, der über ihr ist, Sie sind Lehrer. Die spricht so mit so einem deutschen Akzent, der Mann. Das haben Sie an meinem perfekten Deutsch erkannt. Da sagt die Frau, nee, am Jägerhemd. Also damit sind wir noch nicht bei den schlechten Witzen angekommen. Die Deutschen, die müssen aufpassen, nicht in diese Klischees zu kommen, weil sie im Grunde besser sind wie das. Aber wissen Sie, was ich am liebsten mache? Das sind Interviews, wenn man steht. Im Sessel habe ich immer das Gefühl, man schläft dabei ein. Ehrlich? Das sollten wir natürlich heute verhindern. Das hat mir mal ein Fernsehmoderator gesagt. Ja, aber Sie wollen doch die ganze Sendung stehen. Ich sage, wieso? Mir macht das nichts aus. Haben Sie Krampfadern? Großartig. Herr Lagerfeld, also schön, dass Sie da sind. Wie lange haben Sie heute überlegt, was Sie sich für diesen Moment jetzt anziehen? Gut, das habe ich mir offen gestanden nicht lange überlegt, aus dem simplen Grunde, dass ich mehr oder weniger immer das Gleiche anhabe. Ne? Auch ja. Es sieht im Gleichen so aus, aber es ist nicht das Gleiche. Hm? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Ist nicht dasselbe. Ist nicht dasselbe, das Gleiche. Hm? Das Gleiche. Nur ist es nicht schwarz, ist mal grau. Hm? Ja, eben. Also da ist schon ein bisschen Variation drin. Wahnsinniger Fortschritt. Ne? Ja. Nun hat es Mode gegeben, die ja wirklich, sagen wir mal, komisch war. Ich erinnere mich an diese ganz weiten Hosen und für die Herren diese ausgestellten Hosen. Elefantenhosen. Damals fand ich's toll. Warum? Ich auch. Mit so hohen Absätzen. Ne? Warum ändert sich der Geschmack? Gott sei Dank ist es so, sonst würde das ja alles langweilig sein. Immer das Gleiche ist doch langweilig. Das Amüsante an der Mode ist, dass es sich immer ändert und dass es immer was Neues gibt. Und was man eines Tages schön fand, findet man hinterher grauenhaft und dann findet man es wieder interessant. Und die Mädchen zum Beispiel, die heute 15 sind oder 18, die finden die 50er Jahre toll. Aber die haben dann eine ganz andere Idee von, wie es in Wirklichkeit war. Nur die es in 50er Jahren anhatten, die dürfen das nie wieder anziehen. Kann man sich vorstellen, dass die Mode mal ganz anders aussehen wird? Also dass die Menschen nun nicht mehr mit Hose und Jacke rumlaufen, vielleicht wieder mit irgendeiner römischen Toga? Die römischen Toga, ich glaube, das ist nicht sehr bequem für Autos und fürs tägliche Leben. Und solange wir 2 Arme und 4 Beine und 2 Beine haben, wird es jetzt nicht, wird sich das nicht so ändern. Ja. Was waren Sie für ein Kind? Vielleicht jähzornig oder launisch? Nein, ich war ein ziemlich verwöhntes Kind. Meine Mutter musste mir öfter einen Klaps geben, weil ich mich für den Nabel der Welt hielt. Ich war ein Landei, wir lebten an der dänischen Grenze in Norddeutschland. Da passierte rein gar nichts, auch nicht bei Kriegsende. Und es ging dann ganz gut weiter für mich.
Aber die wenigen Menschen, die mich als Kind gekannt haben, sagen, sie waren wie Shirley Temple, aber als Junge. Unerträglich, aber jeder hat sie verwöhnt. Naja, ich finde, man hätte sich schon noch mehr um mich kümmern können. Eigentlich war es niemals genug. In welchem Alter haben Sie die Buddenbrooks gelesen, zum Sechs, Beispiel? Sieben. Schon? Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Ja, ich habe ja lesen lernen müssen, weil mir ist verboten, bei mir was vorzulesen. Meine Mutter sagte zu allen, wenn der dumme Junge das und das lesen will, soll er mal lesen lernen, dann kann er selbst lesen. Vorgelesen wird hier nicht. Dumme Kindermärchen vielleicht, aber zum Beispiel, ich habe lesen gelernt, um die Nibelungen zu lesen. Ich hatte, da war zu Hause eine Riesenausgabe mit den Illustrationen von Moritz von Schwind und Schöneich von Karolsfeld, diese berühmte Ausgabe von den Nibelungen. Und das wollte ich natürlich wissen, was mit diesen sehr aggressiven Bildern ging. Und da sagt meine Mutter, was ist das nicht für Kinder? Wenn du das wissen willst, dann lern lesen und dann kannst du, erfährst du das ja. Aber das wird dir keiner vorlesen und sie hat allen verboten, es mir vorzulesen. Und dann musste ich lesen lernen. Und so habe ich das gelernt und habe ich entdeckt, dass mein Charakter im Grunde Kriemhild war. Das ist meine Natur. Warum das? Ja, kennen Sie die Geschichte mit Kriemhild und der Rache, wie der Hagen den Siegfried getötet hat, der unverwundbar war, weil er in einem Bad aus Drachenblut kam, den Drachen, den er getötet hat. Nur ein Blatt war auf die Schulter gefallen und da hat er einen schwachen Punkt. Und der Bruder von Kriemhild, der König Gunther, der war eifersüchtig auf Siegfried und der wollte den umbringen. Und er hatte einen Kienzmann, ich weiß nicht, wie man das nennt, der hieß Hagen. Und dieser Hagen, das war der Vertraute auch von der Kriemhild. Und wie sie auf die Yacht gehen, da sagte ich, habe meinem Siegfried einen Mantel machen lassen und auf dem Rücken ist ein Kreuz und das ist die verwundbare Stelle. Und da haben sie denn den Dolch oder was weiß ich, erinnere ich mich nicht mehr dran, haben sie den getötet. Und da war natürlich ein Drama und so weiter und so fort und sie war total kaputt und so weiter, hat aber weiter nichts gesagt. Und dann hat sie den König von Ungarn geheiratet. Und 10 Jahre später hat sie die ganze Familie eingeladen. Und wie sie alle da waren, der Hagen und der Gunther mit seiner Frau, die sie hasst und all diese ganze, der ganze Hof von Trier, hat sie das ganze Schloss in Feuer gesteckt und sind alle verbrannt. Das ist meine Natur. Aber die Tatsache, dass Sie sich mit Kriemhild identifizieren, heißt, dass man Sie auch nach 10 Jahren noch in Acht nehmen muss vor Ihnen, wenn man Ihnen mal irgendwas angetan hat. Ja, sie sind nachtragend. Ja, manchmal vergisst man das gleichgültig, aber das finde ich ganz gut. Wissen Sie, Rache in der Sekunde, da erwartet das jeder. Aber hinterher meinen die Leute, es wäre alles okay und alles wäre wieder besser und so weiter. Und dann zieht man den Stuhl weg, wenn keiner mehr damit rechnet. Und das finde ich irgendwie amüsant. Das nennt sich subtiler Rache. Es kommt selten vor, weil meine Gleichgültigkeit mich daran hindert und ich vergesse und so weiter. Aber gewisse Leute, die das verdient haben, denen habe ich schon manchmal den Stuhl 10 Jahre später unter den Popo gezogen. Auch ehemaligen Freunden, gerade denen. Ja, bei ehemaligen Freunden bin ich nun besonders streng. Mhm. Yves Saint Laurent gehört dazu? Das ist was anderes, das ist eine andere Geschichte, das ist viel komplizierter wie das. Das hat mit Pierre Berger zu tun und anderen Umständen. Wenn ich ihn heute sehe, tut er mir leid. Karl Lagerfeld, was soll Mode denn mit denen machen, die sie tragen und erwerben? Ja, da kann man ja Bücher drüber schreiben. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Und im anderen ist es ganz simpel. Ja, Mode soll denen helfen, auch mit sich selber zufrieden zu sein. Und schließlich brauchen wir ja was anzuziehen. Und warum soll das unbedingt hässlich sein? Das kann ja auch angenehm sein. Warum soll das unbedingt uniform sein? Und schließlich leben viele Leute von diesem Beruf auch. Und da wird die Umwelt mich nicht verdorben. Da gibt es keine Katastrophen von. Es klingt jetzt so. Es ist vielleicht eine Waffe, aber es ist keine Atomwaffe. Wenn es auch Sexbomben gibt, diese Art Kleidung mache ich aber nicht. Das klingt jetzt so, als habe es mit Zeitgeist überhaupt nichts zu tun. Aber es natürlich hat auch mit Zeitgeist. Ja, ich habe Ihnen gesagt, ich könnte ein Buch darüber schreiben. Ich werde Ihnen ja nicht gleich 30 Seiten runterrappeln davon. Aber nee, bitte natürlich, nicht. Das Interessante von der Mode ist, dass es mit dem kürzesten Abstand den Zeitgeist widerspiegelt oder widerspiegeln sollten. Denn es gibt Mode, es gibt auch kommerzielle Mode, es gibt Avantgarde-Mode. Aber Avantgarde ist nicht unbedingt das, was den Zeitgeist besser darstellt wie die kommerzielle Mode. Denn im Grunde das, was den Zeitgeist widerspiegelt, ist das, was die Leute tragen. Und zwar ist das insofern interessant, denn zum Beispiel die Häuser und die Architektur, das bleibt auch länger, aber das geht nicht so schnell. Da kann man das nicht sofort sehen, was los ist. Auch bei Autos, die wirken auch anders nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, aber nicht so schnell wie die Kleidung. Und das finde ich interessant, denn Mode ist von allen beeinflusst. Nicht nur von den technischen Erneuerungen, aber auch von den Dingen, die in der Welt vorgehen. Und zum Beispiel so die Katastrophen, die uns das hat aber gesessen. Ja, natürlich. Das war ja eine tolle Idee, so wie er es gesagt hat. Grauenhaft, aber toll. Das ist auch sehr wichtig, denn wirkliche Modewechsel kann es auch nur nach Katastrophen und nach Kriegen geben. Zum Beispiel die 20er Jahre nach dem Weltkrieg oder der New Look von Dior nach dem 47. Aber ich fürchte, es ist vielleicht besser für die Menschheit, dass wir weniger Moderevolutionen und etwas mehr Frieden haben.
Kannten Sie denn Ihre... Also heute haben die Kinder in den Schulen haben Unterrichtsfächer wie Medienerziehung. Also sie lernen den Umgang mit den neuen Medien. Wäre es besser, sie würden ein Buch mehr lesen, um das in den Kopf reinzuschaffen? Sie müssen in ihrer Zukunft mit den Medien an. Sie können ja auch nicht eine Zukunft bilden, die nur auf Dinge der Vergangenheit, die nicht mehr den gleichen Wert haben, basiert sind. Nein, beides, im Gegenteil. Natürlich war das früher einfacher, weil es nicht so viel Vergangenheit gab wie heute und so viel in der Gegenwart, was es früher nicht gab. Aber schließlich kann man das ja trainieren. Die Leute trainieren alle ihren Körper, rennen, machen Gymnastik, was weiß ich nicht. Die können ihren Kopf ja auch mal ein bisschen trainieren. Da stirbt ja auch keiner dran. Grund für die Krise ist Ihrem Dafürhalten nach nicht nur Gier und Maßlosigkeit von Managern. Ein guter Anteil. Aber eben auch einfach kein Gespür für die Weitsichtigkeit. Ja, sicher. Die Leute haben sich, die dachten, das würde immer so weitergehen. Ne? Mhm. Jedes Jahr 10%, 20% mehr. Das ist auch nicht normal. Es könnte doch sein, dass wir uns auf alte Werte zurückbesinnen. Würden Sie das gut finden? Man hätte die nie verlassen sollen. Mhm. Und darf ich mal wissen, was Sie für einen alten Wert halten? Ja, das ist ja das genauso sozusagen die Nachfrage. Ein Beispiel. Ich habe meine alten Werte nie aufgegeben, aber man kann ein paar neue dazu tun. Vielleicht eine Form von Höflichkeit, eine Form von Interesse an Bildung. Da bin ich, Bildung bin ich sehr für. Ich bin sogar der, der in der Schule Griechisch und Latein lernt. Also stellen Sie sich mal vor. Ja. Zwei Sprachen, die keine, also Altgriechisch meinen Sie dann sicherlich? Ja, das sind die Basen unserer Sprachen. Wissen Sie, für Deutsch ist Latein nicht schwierig. Als Kind konnte ich Latein Griechisch sprechen. Das war ganz einfach. Für Deutsch, das ist eine Art und Weise zu denken, das ist eine Gymnastik. Und es gibt die überschaubare Zahl von 5000 Regeln, die ändern sich ja nie mehr. Aber die 5000 muss man sich halt mal drauf schaffen. Ja, plus Vokabeln. Das ist aber hier ein Automatismus. Ne? Mhm. Bei mir auf jeden Fall. Ja. Und würden Sie auch sagen, das Wissen, das man selber im Kopf hat, ist mehr wert als das Wissen, das man sich kurzfristig aneignen kann? Im Computer kann man innerhalb von 20 Sekunden alles rausfinden. Ja, aber davon wird man im Grunde dumm, faul. Und ich bin nicht sicher, dass das eine richtige Bildung gibt. Denn Sie können ja, wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, nicht plötzlich dahin rennen, mal gucken, was da und dann wiederkommt. Das geht ja nicht schließlich. Mhm. Ne? In der Beziehung finde ich das nicht schlecht, wenn Leute einen Kopf haben, wo ein bisschen drin ist. Ja. Herr Lagerfeld, finden Sie es ganz falsch, wenn über Sie gesagt wird, dass Sie sich selbst inszenieren, dass Ihr Leben auch eine Art von Modeentwurf ist? Ja, was die Leute sich so vorstellen, das ist mir offen gestanden egal. Ne? Das geniert mich nicht weiter, aber ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Leben inszeniere. Ich lebe mein Leben, wie ich lebe, und das wirkt von außen wie eine Inszenierung, aber mir kommt das natürlich natürlich vor. Eins würde ich mir noch gerne mit Ihnen gemeinsam anschauen, das ist das Schlafzimmer? Ja, wieso, was könnte das sonst sein? Ein Gästezimmer. Ein Gästezimmer. Ha ha ha!
Sie scheinen amüsante Ideen für Raumbenutzung zu haben. Ja. Sind Sie eigentlich jemand, der sich dieser unglaublichen Schlagfertigkeit auch bewusst ist? Also reden Sie schneller, als Sie denken? Wundern Sie sich manchmal, was aus Ihrem Mund kommt? Nicht. Manchmal sage ich Sachen, die gehen nicht mal durch mein Gehirn, die kommen direkt raus. Ne? Das Gefühl habe ich manchmal. Ja, ich selber auch. Manchmal sollte ich wieder besser aufpassen. Ne? In welchem Alter haben Sie angefangen zu verspüren? Sie waren noch in Deutschland, als Sie begonnen haben zu empfinden, ich würde sagen, erste Anzeichen von einer gewissen Orientierung. Kommen Sie zur Sache oder wir wechseln das Thema. Ich weiß nicht. Wissen Sie, die Sache ist doch bedeutungslos. Als ich meine Mutter mit 11 Jahren fragte, was das ist, Homosexualität, falls Sie das meinen, mit Ihrem zögerlichen Ton und Blick, also da sagte meine Mutter, das ist nichts. Es ist kein Thema. Es ist wie eine Haarfarbe. Es gibt Blonde, es gibt Brünette und solche Dings da. Tja, es gibt Leute, die sind so, andere sind so. Also wo ist das Problem? Aber ich war natürlich auch kein so naiver Trottel. Ich machte es schon sehr früh, aber die Details behalte ich für mich. Nun, die Leute sagen ja so mit 20 Jahren... Ach, das sind doch Heuchler. Ich tat es schon mit 13 Jahren. Aber ich wusste es schon vorher. Und ich fand es nicht schlimm. Ich weiß nicht, das war kein Thema, das war doch nicht verboten. Außerdem hatte ich eine Halbschwester, die lesbisch war. Also wirklich, das war doch nicht schlimm. Diese Halbschwester ist von allen höheren Schulen geflogen, weil sie mit ihren Lehrerinnen geschlafen hat. Und es war bekannt. Hätten wir also Vorwürfe machen sollen? Nein, aber... Ich weiß nicht viel von meinen Eltern, aber ich glaube, dass auch sie in gewisser Weise Früchtchen waren. Mein Vater in Vladivostok, in China, meine Mutter in Berlin der 20er Jahre. Sie waren bestimmt keine Kinder von Traurigkeit, sie waren cool. Über all das wurde nie gesprochen. Sünde im frommen Sinn war in meiner Familie kein Thema. Deshalb konnte auch ich. Ja, aber zu dieser Zeit ließen die Leute doch nur... Nur bestimmte Beziehungen zu? Nein, nein, ich habe immer alles erzählt. Gerade damals. Als ich 11 oder 12 Jahre alt war, wurde ich im selben Sommer von einem Herrn und einer Dame belästigt. Die Deutschen sind da ziemlich... Und ich habe sofort meiner Mutter davon berichtet. Wissen Sie, was sie mir gesagt hat? Das ist dein Fehler. Du musst aufpassen. Du musst dich unauffälliger verhalten und sowas wird dir nicht mehr passieren. Deine Schuld. Heute würde man Prozesse führen. Ich weiß nicht, wegen was. Sexuelle Belästigung, Pädophilie, alles. Nein, es ist deine Schuld, du musst aufpassen. Das war doch viel besser. Denn wenn Sie ein Kind sehen, das total ausgeflippt und rotzfrech ist oder 9-mal klug und schon extravagante Klamotten trägt, dann ist es normal, dass die Leute meinen, sie können sich das erlauben. Ich erinnere mich an einen Lehrer, der mich fragte, hast du Tod in Venedig gelesen? Ich habe ihm geantwortet, denken Sie, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen? Oder möchten Sie etwa, dass ich meinem Vater erzähle, welche Art von Literatur Sie den Schülern empfehlen? Er wurde rot. Warum nicht? Da muss ich mal eine furchtbare Geschichte erzählen. Ich war nie in Ostdeutschland gewesen, solange es kommunistisch war. Da bin ich nicht. Und das Erste, was ich gemacht habe, wie die Mauer runtergegangen ist, da bin ich nach Weimar gefahren und ich wollte das Goethe-Haus sehen. Meine Mutter war eine Goethe-Fanatikerin und ich kannte alles über Weimar und Goethe und so. Und da wollte ich das Goethe-Haus sehen. Und da bin ich dann auch hingegangen. Es war aber noch ganz ziemlich primitiv rundherum und das Land und so weiter. Und plötzlich war die ganze Presse, die Lokalpresse, dann die kommunistische Presse. Und ich war da nicht für Interviews, hatte ich niemandem gesagt. Das hatte ich, na ja. Und damals war ich vielleicht nicht ganz so bekannt wie heute. Na, auf jeden Fall, da war eine Mordsjournalistin, so ein Mords, weil die so dick war, ne? und die hatte einen gelben Pullover an, auch so gehäkelt, aber da waren viele Luftlöcher. Und man sah, dass er einen riesen schwarzen Büstenhalter hatte. Und da sagte sie zu mir, nehmen Sie, das ist unhöflich, die Brille aufzubehalten. Und da sagte sie, erstens hatte ich kein Rendezvous mit Ihnen. Und zweitens, ich sage ja auch nicht zu Ihnen, nehmen Sie mal Ihren schwarzen Büstenhalter ab. Schöne Anekdote. Wir haben ein Stofftier gefunden, ein Lagerfeld-Stofftier. Die Kollegen werden mir das sicherlich gleich reinreichen. Das ist ein Bär von einer bekannten Firma, die solche Bären herstellt. Ja. Aber der ist von Ihnen designt worden. Der ist vor allem nach meinem Anblick gemacht worden. Der kommt bestimmt gleich. Vielleicht dachten die Kollegen schon, dass wir der sitzen ist nur um so die angezogen Zeit. Wie ich und hat eine schwarze Brille auf. Damit hat sich das. Das ist korrekt. Ja.
Also ich stand ja hier. Der kostet 1000 Euro. Ja, ich meine, es ist kein Kaufzwang. Hm? Nein, kein. Das ist keine Steuer. Hm? Die sind aber alle verkauft. Ach so, die sind alle schon weg. Ja, doch, doch. Gut, dann weiß ich gar nicht, wo wir den her haben, möglicherweise. Gut. Vielleicht ist er Ihnen geliehen worden. Ja, das könnte gut sein. Also hoffe ich für Sie. Ja, ja, dass er nicht mehr. Aber 1000 Euro, das ist dann, wie viel sind davon gemacht worden? War das 2500, glaube ich. Okay, alle weg. Scheinbar, nach was man mir sagt. Vielleicht sagt man mir das, um mich zu flattieren. Und vielleicht sind das Ladenhüter, was weiß ich. Ne? Es gibt also, das ist was Glamouröses, würde ich sagen, ein Teddybär. Ich habe auch einen Bleisoldaten. Einen Bleisoldaten? Ja, gibt es auch. So wie Zinnsoldat? Zinnsoldaten, ja. Ein Lagerfeld? Ja. Den kann man aber nicht käuflich erwerben. Der ist, konnte man, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. In Frankreich konnte man das, doch, doch. Der war aber preiswerter. Ich bin da aufgewachsen, während des Krieges, wo nichts passiert ist. Aber in Deutschland war das ja beinahe schlimmer nach dem Krieg wie während des Krieges. Ne? Darum auch in Nachkriegsland. Ich habe da nicht drunter gelitten. Wissen Sie, wenn Sie auf einem Gut inmitten einem Walde von Hunderten von Hektar leben, wo alles existiert und Sie einen Vater haben, der Dosenmilchfabrik kannte, dann riskieren Sie wenig. Ne? Ihr Vater ist der mit den glücklichen Kühen. Glücksklee. Genau, so wurde ich in der Schule genannt. Auch, ne? Glückliche Kuh und was weiß ich nicht alles. Ne? Aber ich bin wenig in die Schule gegangen. Das langweilte mich zu Tode. Ich konnte mir das zu Hause besser alleine beibringen. Ne? Ich mochte ja keine Kinder, ich spielte ja nicht mit Kindern. Ne? Ich verbrachte meine Ferien auf dem Münster bei meinem Patenonkel und meine Patentante. Das war der zweite Mann der Schwester meiner Mutter. Und der war 30 Jahre älter wie seine Frau. Und wie ich geboren bin, war der 75. Und jeder sagte, also meine Mutter damals, wie kannst du einen Patenonkel nehmen, der 75 ist? Und sein Bruder und seine Mutter, die waren halt über 100, auch seine Mutter war über 100 gewesen und erst mit 104 gestorben, habe ich ihn sehr gut gekannt, das war ein toller Mann. Ne? Der einzige Mensch, der mich je geohrfeicht hat. Ja. Sie kennen die Geschichte vielleicht, ne? Nein. Also das ist sehr witzig. Der war schon beinahe in den 90er Jahren und der ist 1868 geboren und 1972 gestorben. Mhm. Unglaublich, ne? Unglaublich. Naja. Und jeden Tag nach Mittagessen legt er sich ins Bett, aber richtig, im Pyjama, schlief sie und zog was anderes an. Das andere Anziehen ist das Wichtige nach ihm. Und dann ging er spazieren und dann begleitete ihn. Und das war wahnsinnig interessant, weil er wahnsinnig intelligent war. Und ich fand niemanden so schick aus. Ich kann die Bilder von ihr sagen, er sah toll aus. Ne? So wie die Vorbilder, die meine Mutter mir immer beschrieb, ist, in Deutschland sollte man so sein, sei es wie Graf Kessler, sei es wie Rathenau. Alle andere war Mist. Naja, und Rathenau, von dem Sie den Kragen übernommen haben. Ja, nicht nur Rathenau. Ich kann Ihnen Fotos von meinen Großeltern zeigen und Großvätern, die haben alle den gleichen Kragen. Ja. Das habe ich als Kind schon. Ich habe Bilder von mir als Kind mit solchen Kragen. Naja, und dann gehen wir spazieren. Das ist ein Platz in Münster, der heißt Kreuztor. Und das war so 1947, 48, ne? Naja, und da ist eine Nebenstraße und die heißt Freiligradstraße. Und da sage ich zu ihm, Onkel Konrad, wer war Freiligrad? Und hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Ist schnell weggegangen, hat nicht mit mir gesprochen. Und ich bin nachgelaufen und dann sind wir in sein Haus gegangen. Und in der Halle stand meine Mutter und hatte mir die Tür aufgemacht, hat zu meiner Mutter gesagt, Elisabeth, dein Sohn ist ein unkultivierter Dummkopf. Er weiß nicht, wer Freiligrad ist. Wissen Sie, wer Freiligrad ist? Ein Dichter. Ja, kennen Sie die Gedichte von Freiligrad? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein zweitrangiger Dichter aus der Zeit der Freiheitskriegen. Also das war eine Epoche, für die er sich interessierte. Und die Idee, dass ein 10-jähriger, 11-jähriger Junge Freiligrad nicht kannte und nicht auswendig konnte, war für ihn eine unakzeptierbare Idee. So waren die Leute früher. Nun muss man nicht vergessen, der Mann war 1868 geboren. Ne? Aber es scheint Sie doch beeindruckt zu haben. Ja, weil so niemand anders mich geohrfeicht hat. Guten Abend, Christine. Also ein Kleid und die Knöpfe sind alle von Hand geschlossen. Die sind von Hand geschlossen und von Hand genäht. Und was ich an den Ohren sehe, ist ja interessant. Das sind Ohrringe, die mich doch frappant an Wasserhähne erinnern. Das sind Wasserhähne. Das sind Wasserhähne. Genau. Ich wollte mal banale Sachen des täglichen Lebens auf eine andere Dimension bringen. Die Dinge des Lebens auf eine andere Dimension. Das richtige Leben. Das Badezimmer morgens ist das Banalste, was es gibt. Und ich fand amüsant, daraus eine sehr stilisierte, sophistikierte Kleideridee zu machen. Wunderbar, solange sie keinen Klodeckel um den Hals hatte. Jetzt ist mein Name. Hier der Wasserhahn. Komm noch, komm. Das ist hübsch. Toll. Mit einem etwas ähnlichen wie einem Klodeckel hat Marcel Duchamp Weltruhm gekriegt, wissen Sie. Man soll nie Nein sagen. Wunderschön. Das ist also ein echtes Lagerfeldmodell, eines von vielen. Von Hunderten. Ich bedanke mich, Karl Lagerfeld. Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen, Christine. Wie finden Sie das, wenn Eltern heute ihren Kindern schon mit 6 Jahren Mandarin, Cello und Klavier beibringen? Ja, das war früher auch so. Das finde ich sehr richtig. Was ich nicht richtig finde, ist, wenn die Eltern meinen, sie wären so wie ihre Kinder und da immer so beinahe mit denen spielen, wie wenn sie selber noch im Spielalter wären. Und du. Und sowas ist furchtbar. Ja. Mir wurde als Kind gesagt,
Wenn du dich mit mir unterhalten lässt, meine Mutter, gib dir Mühe. Du bist 6, ich nicht. Also, gib dir Mühe oder halt den Mund. Und das halte ich für viel gesünder. Das heißt, solche Sätze erinnert man sich, ne? Ja, ist aber auch eigentlich ein trauriger Satz, oder? Wenn man mit 6 erwachsen tun muss. Ja, ich wollte als Kind erwachsen sein. Ne? Sie wollten erwachsen tun? Ich hatte das Grauen. Nein, Leute, die mir sagten, also wie geht's denn in der Schule und so? Da drehte ich gleich den Rücken. Das finde ich furchtbar. Ne? Das ist entsetzlich. Man soll Kinder auch nicht anreden, wie wenn sie Idioten wären. Ne? Und ich wollte, ich war altklug. Altkluges Kind. Waren Sie ein Klugscheißer? Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Ich würde sagen altklug. Aber also sind wir zufrieden, wie auf dem Bild, was da eben war? Das Bild, das wir eben gesehen haben. Ja, ja. Das sind Sie mit ungefähr? Ich erinnere mich nicht genau. 6, oder? Weniger, vielleicht 5, ich weiß nicht. Wie fanden Sie Ihren Haarschnitt? Ja, das war ein Mirakel, denn im Grunde sind meine Haare so wie da auf diesem, so wie hier, auf dem Listbild. Auf diesem Bild hier? Ja, meine Haare. Und da wurden irgendwas, wahrscheinlich irgendein Produkt drin und so. Aber nachher wurde das gehen gelassen. Und ich hatte als Kind, es gibt irgendwo so Bilder von mir in der Schule in Bramstedt, wo ich langes Haar habe. Und da sagte, war so ein dummer Volksschullehrer, der sagte immer zu mir, lass dir die Haare abschneiden. Und meine Mutter, die ist nie in die Schule gegangen, denn sie sagte zu mir, wenn du sitzen bleibst, ist das peinlich für dich. Mir ist das egal. Ne? Naja, und dann geht sie mit mir zum Zahnarzt in Bramstedt. Und wir kommen über den Zahnarzt raus, da sehen wir diesen dummen Lehrer. Und da kommt er auf die Frau zu und sagt, nee, Frau, ich freue mich, dass Sie sehen, könnten Sie Ihren Sohn nicht mal sagen, er soll sich die Haare abschneiden? Wisst ihr, was meine Mutter gemacht hat? Die hat den Schlips von dem Mann genommen, ihn ins Gesicht geworfen und gesagt, wieso? Sind Sie noch Nazi? Das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht, das war ein Volltreffer. Alles gut. Wenn man tropfen. Kann nicht jeder sagen, dass er von Karl Lagerfeld bei der Arbeit ein Auge rausgehauen bekommen hat? Bleibt noch ein bisschen drin. Ist alles gut. Sie könnten mir Ihre Brille leihen. Sie sind ja nicht kurzsichtig. Und mein Auge ist jetzt sehr rot. Oh, ne? Das übertreiben Sie. Wissen Sie, wie viel Geld Sie haben? Nein, Gott sei Dank nicht. Da könnte man ja geizig werden. Geiz ist eine üble Charaktereigenschaft, oder nicht? Die schlimmste. Die schlimmste? Ja, sicherlich. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt. Wenn Sie jemandem gegenüberstehen oder Menschen treffen, sei es irgendwo auf der Welt, achten Sie dann mehr darauf, was der andere anhat? Nein. Oder achten Sie darauf, wie das sitzt, was Sie selber tragen? Ich denke vielleicht mehr an mich, wie an das, was die anderen anhaben. Mhm. Aber ich bin nicht, trotz meines Berufes, jemand, der andere Leute auf Kleidung urteilt. Mhm. Es gibt Leute, die haben weder die Mittel, noch interessiert sie das. Und wenn man sie dann auf sowas nur danach beurteilt, dann ist das ein bisschen dumm und oberflächlich. Ne? Also, das Foto hier, ein Fotoshooting für Elle, das Sie gemacht haben. Dieses Foto zeigt Sie in der Küche. Ja, aber dieses Foto ist alles, was ich im Leben nicht mache. Ich koche nicht, ich kaufe nicht ein, ich fahre nicht Auto, ich lese keine Sportzeitung und ich gucke auch nicht Computer an, weil ich was anderes zu tun habe. Das heißt, wann waren Sie, Herr Lagerfeld, das letzte Mal in der Küche? Ja, ich gehe da hin, um meinen Koch zu sagen, es war gut oder es war schlecht. Ne? Sie sagen Ihrem Koch? Ja, und ich gehe da hin, um einen Eisschrank aufzumachen, um einen Coca-Cola zu holen. Ne? Das war's. Letztes Mal haben Sie gesagt, ich schaff's nicht mal, einen Kühlschrank aufzumachen. Doch. Haben Sie ja doch dazu gelernt. Soweit bringe ich es noch. Ja, sehr gut. So, Supermarkt. Wann war Karl Lagerfeld das letzte Mal im Supermarkt? Auf diesem Bild. Auf diesem Bild. Und davor? Ja, ich kaufe doch nicht ein. Ich koche, wissen Sie, wenn man selber nicht kocht, kann man auch nicht einkaufen. Aber Sie sind doch hier in der Kosmetikabteilung. Kosmetik nennen Sie. Ja. Das ist aber Parkettkosmetik. Ja, so. Das sind mich Produkte von Parkettkosmetik. Trockenshampoo, oder? Nein. Gucken Sie mal dahin. Das sind französische Produkte für einen Ausguss und sowas. Ja. Das habe ich absichtlich gemacht. Wann haben Sie angefangen mit dem Trockenshampoo? Wie meine Haare grau wurden und aussahen wie alter Kuhschwanz. Woher weiß einer, der nie im Supermarkt und nie in der Küche ist, wie alter Kuhschwanz aussieht? Das ist ja die Frage. Ich bin vom Lande.
Mein Vater war Milchmann, darf ich nicht vergessen. Ich weiß alles über Kühe, ich liebe Kühe. Sie lieben Kühe? Ja, ich liebe Kühe. Warum? Weil ich meine ganze Kindheit mit Kühen verbracht habe. Ich finde, Kühe sind unglaublich doof. Also, beweist, dass Sie Kühe nicht kennen. Halten Sie Kühe für schlau? Schlau weiß ich nicht, aber lieb. Ja, lieb, ja. Die lassen sich essen. Ja, ich meine, sie suchen, wieso gibt es Tiere, bei denen sie einen intellektuellen Austausch erwarten? Ja. Ja. Ist es wahr? Ist es wahr, dass Sie die Cola üblicherweise in Kristallgläsern trinken? Ja, das ist besser wie ein altes Senfglas, das ist sicherlich. So wie das hier mein wird. Ja. Ist nicht weit davon entfernt, aber ist okay. Ja, gut. Beim nächsten Mal machen wir das besser. Herr Lange, ich bringe mein Glas mit. Normalerweise reise ich mit meinen Gläsern. Ist das wahr? Ja. Sie reisen mit Ihrem eigenen Kristallglas. Mhm. Alt? Warum nicht? In einer besonderen Schachtel. Ja. Und das schmeckt besser. Verstehe ich. Ja. Ich habe in einer Dokumentation. Da geht genau eine Dose rein, bitte. Mhm. Ja. Sie waren ja als Kind, das habe ich irgendwo nachgelesen, jemand, der sogar teilweise Krankheiten erfunden hat. Ja, da war ich sehr begabt für. Ja. Was haben Sie da gemacht? Ja, wissen Sie, das wären Sie aber auch gewesen, wenn Sie nämlich ein paar Kilometer im Winter machen müssen, um in die Schule, da wo wir wohnten. Sie werden lachen, ich musste das machen. Bis nach Bramstedt, das waren mehrere Kilometer. Da müssen Sie auch was erfinden. Und da meine Eltern immer unterwegs waren, konnte ich das machen. Und meine, das werde ich nie vergessen, eines Tages war ganz grauenhaftes Wetter. Aber das war in Hamburg. Ne? Mhm. Und die Hamburger Schule, da war ich sowieso schon nicht so warm drauf. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt mal haben? Und da habe ich gesagt, jetzt werde ich mal Kinderlähmung machen. Das war damals noch sehr gefährlich. Und da habe ich mich da so reingesetzt, ich konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht bewegen. Also das heißt, Sie hatten direkt erste Symptome? Ja, und plötzlich konnte ich wirklich nicht mehr bewegen. Da war ich wie gelähmt. Das war entsetzlich. Aber meine Mutter, die das wahrscheinlich hat mir eine Ohrfeige gegeben, dass ich mich wieder flott bewegen konnte. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen. Danach habe ich nie wieder Kinderlähmung gespielt. Das war nämlich wirklich grauenhaft. Das hat ein paar Sekunden gedauert, aber es war ein entsetzliches Gefühl. Ne? Trotzdem sind Sie ja unglaublich geschäftstüchtig und im Augenblick auch omnipräsent. Das ist nicht, wenn man nicht toll auf Geld ist, dass man dumm sein muss. Ne? Das heißt, Sie nehmen mit, was geht? Ja, ich nehme mit, was vorgeschlagen wird. Ich selber frage nie was. Weil es ist viel interessanter zu sagen, was meinen Sie, was ich wert bin. Ne? Ich habe keine Idee. Da kriegt man dreimal mehr, wie man selber je gewagt hätte. So gehen Sie in Verhandlungen rein? Ich verhandle kaum, das machen Geschäftsleute. Ich selber bin immer das unschuldige Opfer. Tun Sie sich schwer mit Menschen Ihrer Generation? Da kenne ich kaum welche. Warum nicht? Also, die stinkt langweilig, die sprechen von guten alten Zeiten und so ein Quatsch, was sie überhaupt nicht hören. Krankheiten, weil sie ein bisschen zu flott gelebt haben. Und dann kommt ja hinterher eine Rechnung für. Ne? Und wie gesagt, ein herber Lebenswandel, das zahlt aus. Ne? Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie irgendwo im Plattenbau groß geworden wären? Nicht in der feinen Villa in Blankenese. Ich meine, gab es damals noch nicht, aber... Was gab es damals noch nicht? Die Plattenbauten. Also ich muss sagen, haben wir in letzter Zeit haben die nicht sehr hübsche Sachen dazu gebaut. Ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Architektonisch? Ich war vorhin am Mittelweg, da früher war das ein bisschen anders. Ne? Da sind ziemlich billige Bauten, da ist so eine Art Altersheim, das sieht aus wie in der schlimmsten Vorstadt in der dritten Welt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sowas am Mittelweg sein kann. Waren Sie mal in der dritten Welt? Ich habe Fotos gesehen, wir alle, und Fernsehen gibt es ja auch. Super! Ja. Okay, also, Wurzeln. Rüben, ja. Karotten. Wurzeln sind für Sie Karotten? Ja, nein, Wurzeln, ich meine, die existieren, aber die sieht man nicht. Ja, ne? aber Herkunft ist das, Sie haben Glück gehabt. Ja, mehr wie Glück, Schwein, würde ich sagen. Warum hatten Sie Glück? Gucken Sie mal, ich bin ganz früh weggegangen in ein Land, wo das gar nicht so toll für Deutsche war. Mhm. Ich habe kein Abitur gemacht, habe nie was gelernt. Ich bin total improvisiert. Und wenn man dann kein Schwein gehabt hat, weiß ich auch nicht, was es ist, Schwein zu haben. Führen Sie Tagebuch? Nein, ich habe ab und zu mal Tagebuch geführt. Ganz zu Anfang, wie ich in Paris war, das ist im Grunde ganz interessant, was über die 50er Jahre und so. Und dann habe ich das in Hamburg in meinen Schreibtisch getan und dann nach dem Tod, 1960, da hat mein Vater seine Geschäfte verkauft und hat sich ein Haus in Baden-Baden gebaut. Und beim Umzug
Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, kannst du mal, du konntest alles lesen, das war mir egal, ne? Kannst du mir mal die Tagebücher schicken, die ich damals gemacht habe? Und sagst du, die habe ich weggeschmissen. Das geht doch niemand anders, so doof war. Gewisse Leute, die sollten keine Kinder haben. Und ich gehöre zu denen. Ne? Warum? Weiß ich nicht. Weil ich erstens auch verantwortungslos bin. Und dann hat jemand gesagt, der tollste Moment im Leben eines Mannes ist, wenn er merkt, dass sein Sohn mittelmäßig ist. Ich weiß nicht, ob ich das gemocht hätte. Mittelmäßig hätte ich nicht gemocht, besser hätte ich auch nicht gemocht. Mhm. Darum, ich weiß nicht, und gleichzeitig muss das wahrscheinlich wahnsinnig aufregend sein, weil man immer Angst hat, passiert was. Und das Dumme an Kindern ist, dass sie aus einem Großeltern machen können. Und da habe ich keine Lust. Ich gehöre in keine Generation. Und das ist das Geheimnis der ganzen Geschichte. Ich bin generationsbefreit. Sie, ich bin niemands Onkel, niemands Großvater, niemands nichts. Sie, wie oft denken Sie an Ihre Mutter? Wie oft? Ja. Das weiß ich nicht, das wird nicht gezählt. Ne? Aber jeden Tag? Ja, wahrscheinlich, weil sie sehr, sehr großen Einfluss hatte, auch in ihrer Art und Weise zu sprechen, zu denken, sich zu benehmen, als Vorbild, sie hasste nichts mehr wie Treppenwitz, Leute, denen das hinterher einfällt. Ne? Man muss spontan antworten, man muss frech sein, man muss sich nicht gefallen lassen, man muss sich über sich selber und die anderen lustig machen und so. Das war natürlich ein gutes Vorbild. Ne? Mein Vater war ein lieber hanseatischer Pfeffersack. Ne? Der war viel netter im Grunde, aber er war nicht so amüsant. Manchmal werfe ich mir beinahe vor, dass ich nicht nett genug zu ihm war. Hatten Sie Konflikte mit Ihrem Vater? Nein, das sind alles so Modelle. Ich habe nie Konflikte gehabt mit meinen Eltern, aus dem ganz dummen Grunde. Ich finde meine Eltern, und fand, dass meine Eltern die tollsten waren, die es gab. Die anderen hatten alle Misteltern, die waren zu jung, die kamen mir nicht seriös vor. Ich fand toll nur meine Eltern. Ja. Und ich denke mir, wir sind irgendwie, ich meine, ich habe das nicht für Sie und für mich, ne? Aber irgendwie Opfer der Werbung dieser Welt, mit beinahe zu viel Images von Jugend, Schönheit, Frische, Versprechen, die nicht gehalten werden. Sexualität. Können. Alles gut, alles. Das ist ja nur eine Sportart. Das ist ja nur noch eine Sportform. Ne? Wie? Was ist Sexualität? Ich meine, zwischen Jogging und Brett. Was ist Sexualität für Sie, Karl Lagerfeld? Wenn Sie Zeitungen lesen, darüber spreche ich nicht. Wenn Sie Zeitungen, mein weißes Haar erlaubt mir, solche Themen nicht auszuarbeiten. Ja, wir sind ja keine Zeitung. Wir sind ja quasi unter uns. Ja, das ist ja unter uns die Paare. Nein, aber heute, wenn man das so liest, dann auch Leute, die nicht jung sind, die sprechen davon und wollen uns davon überzeugen, wie toll die sind, wie das klappt und was weiß ich nicht. Also, wie wenn das irgendwie ein Weltrekord auch sein müsste. Ja, ja. Das finde ich, unter uns gesagt, ziemlich grauenhaft. Was hat Ihre Mutter damals gesagt über Sexualität? Hat sie das war weniger ein Thema damals. Da sprach man nicht so drüber. Wissen Sie, früher sprachen die Leute nicht über Sexualität und nicht über Geld. Das tun die heute. Ne? Nein, ich erinnere mich, wie ich so 11 war, da habe ich mal gefragt, was Homosexualität war. Und da hat sie mir gesagt, weißt du, das ist nichts Besonderes. Das ist so, es gibt Leute, die sind so, wie andere blond sind oder braunes Haar haben. Das ist kein Problem. Und das sagen Sie mal so um 1950, ne? Mensch, Mutter, kann ich da sagen. Ja, genau. Deshalb tolle Frau. Deshalb das eine gesunde Attitüde. Zu der Zeit ja, zu sagen, doch. Zu formulieren. Und vor allem das Vorteil, oder der Vorteil, sagt man in Deutschland, ne? Der Modewelt, die immer dafür gilt, oberflächlich zu sein, dumm, was weiß ich nicht und so. Was sie vielleicht auch ist im Gewissen, aber weniger, wie man denkt, hat auf jeden Fall zwei Vorteile. Da gibt es keinen Rassismus und da gibt es keine Homophobie. Und das ist immerhin schon was, ne? Und das ist das Vorteil der Modewelt. Und das andere, wenn Sie sagen, hier und da werden Vorbilder geschaffen, teilweise auf dem roten Teppich, teilweise natürlich durch wunderbare Werbung. Es ist zum Beispiel ein Phänomen, dass sich auch alternative Mode urplötzlich dann so breit macht, die dann natürlich auch geködert wird von den entsprechenden Firmen und daraus dann wird wieder so ein neuer Massenentwurf gemacht. Nehmen wir mal diese Tatsache, dass viele Menschen im Moment in Trainingsanzügen durch die Straßen gehen. Ja, ja. Gucken was wir jetzt, wo es heiß wird, haben die etwas an auf der Straße. Wenn man in der Wohnung wäre, würde man nicht wagen, in deren Badezimmer zu gehen, wenn die so angezogen sind. Ne? Das Irre daran ist, jetzt gibt es ja die Trainingsanzüge, die ja nicht irgendwie Adidas zeichnen oder Nike zeichnen, sondern dann ist ein Bekenntnis drauf, sozusagen die Stadt. Die Trainingsanzüge mit Hamburg drauf, mit Cologne. Also das gibt es scheinbar nur in Deutschland. Ich habe das hier in Frankreich war noch nicht gesehen. Haben Sie noch keinen Trainingsanzug, wo Hamburg draufsteht? Nein, will ich auch nicht haben. Aber nur, wenn wir jetzt beide die Jacken ausziehen. Ich soll das anziehen? Ja, jetzt sofort. Ich mach's auch. Sag mal, Sie sehen besser aus. Viel besser aus. Sie sehen sich ja nicht, kann ich nicht beurteilen. Nee, aber ich kann Ihnen das sagen. Also, ja. Ich finde, das sieht
Oh. Ja, soll ich helfen? Ja, machen Sie mal zu, ich kenne solche Dinger nicht. Es war schon immer ein Vergnügen, dann ich brauche ein Kinder, ich brauche ein Kindermädchen für so. Ich brauche ein Kindermädchen für so. Gerne Kindermädchen erlauben. Darf ich noch mal eben ein bisschen justieren, genau, hier oben? Schade, ist ja kein Spiegel, also hätten, damit man ungefähr eine Idee hat, so, wie man wirkt in diesen Dingern. Es ist ein Astralkörper, der vor mir steht. Jetzt noch enger, noch sportlicher als je zuvor. Umso besser. Hä? Herr Lagerfeld, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und für den Besuch. Es war ein Vergnügen. Sie haben gar nicht so viel Pepsi-Cola getrunken, diesmal wie sonst. Ja, wissen Sie, ich bin nicht dazu gekommen. Wir haben geschwatzt, wie man in Hamburg sagte, ja, nonstop. Hä? Haben Sie den Eindruck, Ihre Tage sind gezählt? Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem muss man immer damit rechnen, auf der Treppe hinzufallen, sich die Visage einzuschlagen. Man kann sie ermorden, es gibt so viele Verrückte. Keine Ahnung. Und ich halte mich auch nicht für so wichtig. Es gibt Menschen, um die wäre es schade. Und abgesehen davon, dass dann alle Gefühle enden und ich nicht an die Wiedergeburt glaube oder an die Auferstehung, also abgesehen davon ist es ja auch nicht so schlimm. Ich wusste ja auch nicht, was vor meiner Geburt existierte. Und danach ist es halt zu Ende. Man verlässt sein Leben oder wacht auf vom Traum des Lebens. Vielleicht ist es so. Man sollte sein eigenes Leben nicht so hochstilisieren. Es gibt Milliarden Menschen auf der Erde. Man kann nicht um jeden Einzelnen so viel Aufhebens machen. Und Milliarden sind schon vor uns gestorben, die unsere Religion gar nicht kannten. Schmoren die nun in der Hölle? Sie kannten das Wort Hölle ja noch nicht mal. All das ist schlechte Literatur. Man existiert und später eben nicht mehr. Und die Leute pfeifen doch auch drauf.